Und da können wir mal auf die Karte gucken und würde sagen, wir könnten jetzt eigentlich theoretischerweise mal den Beißfisch jagen. Wollten wir ja sowieso hin. Und anschließend, was war das? Ich schaue nochmal eben ins Handwerkmenü. Braunbärfell, genau, das war das. So, dann gehen wir jetzt erstmal auf Fischjagd. Ich glaube, mit dem Speer ist, glaube ich, einfacher Fisch zu jagen, ne? Kann das sein? Wenn ja, Hilfe, Verteidigung. Wo, was, wo, wer? Da sind Äffchen. Machen wir mal eben, wenn wir schon einmal hier sind. Wo kommen sie? Wo sind sie? Bin dabei. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Wo? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo, wo, wo? Wo, 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 wo? Wo? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo denn? Was? Hä? Da. Na, das gibt's nicht. So, das ist schon mal weg. Warte. Du kriegst auf die Rübe. So. War's das? Oder kommt da noch mehr? Bestimmt mehrere Wellen oder so. Ja, ist doch okay. Wo denn? Ich sehe irgendwie... Irgendwie sehen die schneller wie ich. Oh Gott, ich komme von der anderen Seite jetzt. Na! Da. Alter, Alter, mein Aiming. Ich bin kein... Was denn, wo? Richtig schlafen. So, Kopfschuss mit der Keule ist natürlich auch sehr geil. So. Haben wir es jetzt dann mal so langsam hier, Leute? Von wo? Von wo? Von wo? Das gibt's nicht. So, Kopfschuss. So, da hinten ist auch noch jemand, der rennt hin. Der ist weg. Ich glaube, das war's, ne, oder? Wir haben immer noch alle vier Wände, ja, das wäre super. Dann können wir nämlich die Dorfbevölkerung erhöhen mit vier Mann. Noch ist es noch nicht vorbei, die Wellen. Die spawnen jetzt erstmal wieder. Gucken, wo sie spawnen. Bis jetzt sehe ich noch keinen. Ach, da läuft noch einer. So, das war's. Jawohl. Sauber. Sehr schön. Feier ich. Na. Bisschen abkrabbeln hier, an die Brüste fassen der Frauen. Das macht man ja so im Urwald. War früher so. So, wir kriegen vier neue Dorfbewohner. Das feier ich. Sehr schön. Wir kriegen Pfeile wieder zurück. Dann bräuchte ich die nicht herstellen. Ja, uns fehlt sowieso Hartholz, aber hier ist ja was. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir angeln. Jetzt gehen wir angeln. Jetzt räumen wir auf den See. Wir rotten den jetzt komplett aus. So. So, sehr schön. Das nehmen wir auch noch mit. Hartholz. Das ist mir jetzt egal, dass da welche langlaufen. Ich bin trotzdem jetzt erstmal auf die Jagd nach Weißfisch. So. Denn wir brauchen den ja für unseren Köcher.
Oder was ist das Bärenfell, Wolfgangköcher? Ich weiß nicht, ne? Da sind Hundis. Die kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. So. Ich nehme den Speer. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Oh Gott, warte mal. Okay, Krokodile sind relativ einfach, finde ich. Ist das seltenes Krokodilfell oder Haut? Sieht zumindest danach aus, weil der so komisch leuchtet. Holzpfeil. Tasche für Gegenstand bereits voll. Okay. So, wie kriegen wir jetzt hier den Beißfisch her? Ich kann unter Wasser gar nicht zustechen. Wie kann ich den denn dann fangen und jagen? Wenn ich unter Wasser gar nicht, Muss ich das verstehen? Beißfisch, wo bist du? Naja gut, eine Runde baden tut uns auch mal gut, dann werden wir wenigstens mal wieder sauer. Die ganze Zeit hier ungeduscht und ungebadet irgendwie rumzulaufen, das stinkt nach einer Weile. Es gibt auch unheimlichen Fußpilz. Zumal die ja wahrscheinlich auch keine Schuhe haben. Und ich sehe unter Wasser gar nichts. Auch schön. Nee, ich mache die Nebenaktivität nicht. Jetzt gönnt er mich mal. Habe ich gerade gemacht. Reicht einmal pro Tag. So. Hier ist der Wegpunkt. Ich will gar nicht so tief tauchen, weil ich Angst habe, dass ich dann nicht mehr nach oben komme. Ja, ich merke es schon. Das ist doch eine Nebenaktivität. So. So, was ist jetzt hier mit Beißfischangeln? Wo ist er denn? Oder ist er schon wieder woanders? Warte mal. Nein, er muss hier sein. Da ist einer. Da schwamm doch gerade. Oder? Hä? Wie gut, dass ich hier unter Wasser... Ja. Wie gut, dass ich hier unter Wasser so viel sehe. Da sind doch Fische. Oder? Ist er das nicht? Da ist einer. Da ist einer. Ne, hä? Was war das denn? Was war das denn? Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn hier bitte einen Beißfisch fangen, wenn hier keine rumschwimmen? Und vor allem ich auch keine Waffe benutzen kann? Hm, das ist aber merkwürdig. Da schwimmt auch ein Fisch, aber den kann ich irgendwie nicht angreifen. So... Ja, ja. Da ist einer. Wie krieg ich... aua, Alter. Was? Ah, okay. Ich glaube, wir müssen den am Rand, glaube ich, erledigen. Weil unter Wasser geht das, glaube ich, nicht. Na. So, warte. Das gibt's doch nicht. Wie kriege ich den denn jetzt? Unter Wasser kann ich den... Oder muss ich den herlocken? Jetzt komm her. Weil ich kriege den unter Wasser, kann ich den nicht erledigen. Das ist das große Problem daran. Gut, wir haben ihn schon mal markiert. Das ist schon mal viel wert. Aber... was? Oh. Geh weg, lass das. Aua, lass das. Du bist so fällig. Junge, du bist so fällig. Okay, der Pfeil hat schon mal getroffen. Aber trotzdem irgendwie... Okay, vielleicht müssen wir es mit dem Speer machen. Ich weiß es nicht. Was? Aua, Alter! Lass das! Ha, was? Hilfe! Geh weg! Lass mich! Was ist denn das? Was ist denn hier los? Was die mal alle von mir wollen? Natürlich, jetzt schwimmt der Beißfisch da hinten rum, weißt du? Das ist auch, ey, das ist so lächerlich. Komm her, du dämlicher Puma. Wo bist du? Feige Drecksau. So, wo ist der Beißfisch? Da hinten ist er. Ich hoffe, der schwimmt nochmal hier in unsere Richtung. Mal ein bisschen Schilf mitnehmen. Vielleicht nochmal ein bisschen hier von dem Südsteinstaub. Seltenes Schilf haben wir wieder gefunden. Das gibt's doch nicht. Jetzt schwimmt der da hinten rum. Das ist doch so lächerlich.
Hier ist ein Krokodil übrigens mal wieder. Jetzt komm her. Jawohl, sehr schön. So, der hat gesessen. Und wir haben wieder unseren Speer und... an den Beißfisch. Natürlich wäre jetzt doof, wenn jetzt ein Krokodil kommen würde. Gab es wirklich damals schon Krokodile zu der Zeit? Ich weiß es gar nicht. Aua! Selber schuld. So. Jaguarfell. Wann nehme ich ja Jaguar? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch einen Beißfisch kriegen, weil ich glaube nicht, dass es ausreicht. Einen nur. Ich glaube, wir müssen... seltenes Schild wieder. Südsteinstaub. Genau wieder mit. Bis jetzt sehe ich noch keinen Beißfisch. Ich schaue nochmal eben ins Menü. Handwerk. So, was brauchen wir denn da? Was war das? Das war... hier. Ein von zwei haben wir. Beißfischhaut. Also brauchen wir noch einen. Wenn ich natürlich jetzt einen finde. Okay, hier schwimmen Schildkröten, schwimmen hier rum. Das ist keine Schildkröte. Flex, das ist irgendeine Blume. Weißt du, so ein Riesensee. Nicht ein Beißfisch hier. Ich tauche nochmal. Vielleicht finde ich dann einen. Wie gut, dass ich so viel... Nein, das ist keiner. Okay, die sind so ein bisschen, die Fische, die sie hier reingesetzt haben, die sind so ein bisschen imaginär. Sobald man näher dran kommt, verschwinden sie. Aber damit es so ein bisschen so aussieht danach, haben sie ganz gut eigentlich gelöst, damit es nicht so viele Ressourcen frisst. Hier zum Beispiel der Fisch. Sobald ich ihn hier ranschwimme, schwimmt er weg und er ploppt auch einfach weg irgendwann. Aber kein Beißfisch in der Nähe bisher. Also mir sehe ich keinen. Doch, da hinten, da hinten. Nein, markieren doch, markieren. Jetzt ist er weg. Ich glaube das nicht. Das ist doch ein Hohn. Das ist doch echt ein Hohn. Wie ruhig die Krokodile auch das schwimmen, ne? Das gibt's nicht. Jetzt ist da gerade einer gespawnt und der plöppt einfach weg. Ich fasse es nicht. Fehlt nur noch, dass Ruder-Paul jetzt hier ankommt. Na, wo wollen wir hin? Oh, Beißfisch fangen. Ah, hier. Markier ihn. Kann ich ihn markieren? Natürlich nicht, ne? Muss so schnell wie möglich. Ja, der greift mich jetzt eh an. Aua. Aber. Wo ist er? Na, spring da. Nein, geh doch. Mann, geh doch einfach aus dem Wasser raus. Jawoll. Und wir kriegen sogar Kopfschussbonus. Sehr schön. Yay, I believe I can fly. Hallo? Sehr schön. Sauber, das dürfte eigentlich reichen, oder? Oder war das jetzt... Hä? Wieso das denn? Das war kein Beißfisch? Wieso war das kein Beißfisch? Das war irgendein anderer Fisch, aber kein Beißfisch. Ich fass es nicht. Aua! Lass das. Das gibt's nicht. Komm raus aus dem Wasser und markiere den Fisch. Da. Ich habe voll die Paras. Muss ich. Ich bin gerade hier am Angeln. Lass mich. Lass mich. Nein, nein. Was? Lass mich. Aua, lass. Du kriegst ihn richtig ins Gesicht, kriegst du. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Ich fasse es einfach nicht, dass sie mich nicht gehen lassen. So, wo ist der Fisch hin? Ist bestimmt weg, ne? Das gibt's doch nicht. Ach, ist das ärgerlich. Das ist unfassbar. Wie ärgerlich das ist. Da schwimmt irgendwas, aber das ist... Was ist denn hier so am... Hä? Das gibt's doch nicht. Warum könnt ihr mich nicht einfach mal alle in Ruhe lassen? Ich will doch einfach nur hier angeln. Ein bisschen Südsteinstaub nehme ich wieder mit. Mal schauen, ob wir dabei sind. Toll, kein Fisch hier.
Mann, ey, das ist so lächerlich. Vielleicht gehen wir doch eher auf Braunbärenjagd. Braunbärfelljagd oder so. Okay. Wisst ihr was? Ich geh die Braunbären suchen. So, warte. Gucken wir mal, wo haben wir sie denn? Da, Braunbär. Braunbär. Schnellreise. Und dann geht's jetzt auf die Braunbärenjagd. Die ist, glaube ich, doch ein bisschen einfacher wieder bei Icewitch. Hätte ich nicht gedacht, dass da noch andere Fischsorten gibt. Also, naja gut. Alter, wie schnell die Ladezeiten sind. Ist ja unfassbar. Seit dem neuen Patch geht das echt super. So, da gehen wir hin. Haben wir eigentlich noch genug Sachen hier? Okay, da brauchen wir noch Feuerstein für den Speer. Hier können wir nochmal einen Pfeil herstellen. Okay, so, dann wechsle ich mal auf die Keule. Er hat Keule gesagt. Ja. Okay. Noch sind sie friedlich, haben ein grünes Zeichen. Ich weiß gar nicht, greifen die eigentlich einen an, wenn man die nicht angreift, die Mammuts? Weil wir haben ja letztens einen. Würde mich jetzt mal interessieren. Sehen die uns als Bedrohung? Sehen die uns? Hau ab! Lass das! Ich glaube nicht, dass sie uns als Bedrohung sehen, oder? Kann ich hier... Ah, ich kann sogar das Mammut reiten. Hey. Hey, du. Oh Mann. Ich wollte mal streicheln. Boah, ich muss mir unbedingt so ein zähmbares Tier Mammut machen. Voll geil. Ich glaube, das ist das nächste auf meiner Liste. Haben wir hier denn... Geht das eigentlich, ein zähmbares Mammut? Ach ja, stimmt, das geht, ne? Mit diesen riesen Bestien. Der müsste ja dann eigentlich auch hierbei sein, ne? Weil den Bären haben wir ja auch hier. Ich schau mal auf die Karte, warte mal. Weil hier oben war doch... War das nicht hier? Da ist es. Blutzahnmammutjagd. Wenn wir den erledigen, können wir den... Was? Besonderheit? Schädel des Blutzahnmammuts? Erlege das Blutzahnmammut und setze seine, was? Schreckensherrschaft? Ein Ende? Nein, ich will den... Ach schade, ich dachte, man kann den auch so wie den Bären zähmen, dass man auf den dann reiten kann und alles und dass der dann angreift. Schade. Das wäre natürlich super. So, es wird Nacht. Und ich muss irgendwie da raufkommen. Ich werde von irgendwas verfolgt, hundertprozentig. Ciao, du kannst mich mal. So. So. Alle hopp. So. Was wollen wir hier eigentlich? Achso, Braunbären, ne? Toll, bei Nacht. Sehr intelligent, Flex. Bei Nacht das zu tun. Jetzt wird die Frage, wo finden wir hier Braunbären? Jetzt finden wir wahrscheinlich gleich so einen seltenen oder so, der übermäßig stark ist. Lass uns mal gucken. Wahrscheinlich finde ich hier wieder keinen. Ich sehe überall Äste und Ziegen und alles, aber ich sehe keinen Braunbären. Verdammt. Was denn? Hallo? Braunbär? Braunbär? Bin ich auf der Karte überhaupt richtig? Nein, natürlich nicht. Ich muss ja nach da. Hm. Ich muss nach da laufen. Ich hoffe, das hat man jetzt gerade nicht gehört. Ich musste mich ein wenig entledigen. Da müssen wir da unten hin. Verdammt, wie komme ich denn... Oh Gott, wie komme ich denn da runter? Wieso bin ich eigentlich hier raufgeklettert? Na. So, also mal runter. So, alle hopp. Ja gut, jetzt ist natürlich die Keule ausgegangen, aber die kann man ja gleich wieder anzünden. Ist jetzt nicht so schlimm, oder so tragisch. So. Aber, was... Oh Gott, zwei auch noch. Ich musste mal eben mich so ein bisschen hier veräußern. So. So, hier müssen wir hin gleich. Beziehungsweise da die 50 Meter noch. Und dann müsste da eigentlich ein Braunbär irgendwie sein, dass wir da jagen können. Die hätten uns eh nur aufgehalten, die beiden. Deswegen habe ich mir die mal... Alter,
ich habe so Paras, ne? Guck mal, da hinten. Siehst du diesen Baum hier? Diesen kleinen Strauch? Da habe ich gedacht, da steht der Slenderman. Kannst du mal schon sehen, wie durch ich bin. Ich sollte vielleicht aufhören, so Horrorspiele zu spielen.